Die Galopprennbahn wurde 1891 geschaffen. Doch wir wollen heute die Trainerarbeit eines hier hauptberuflich tätigen Pferdebesitzers etwas unter die Lupe nehmen. Noch ist hier keiner zu sehen, aber das wird sich gleich ändern. Wir begaben uns auf die Suche nach Herrn Pyritz. Gerade will Herr Pyritz seine zwei Füchse auf der Rennbahn trainieren. Gemeinsam mit seiner Frau macht er sich auf den Weg dorthin, wo wir beide wieder treffen werden. Die Pferde laufen beim Training maximal eine Renndistanz. Diese liegt zwischen 1500 und 2200 Metern, erfahren wir von Herrn Pyritz. Reicht das für einen Trainingsablauf? Doch es leuchtet wohl jedem ein, dass bei einem 2200 Meter Sprintrennen auch die Puste beim besten Pferd raus ist. Das Trainingstempo ist heute nicht das Renntempo, denn die Pferde müssen sich vor dem Sprinttraining noch warm laufen. Ein anderer Jockey war ebenfalls gerade auf der Strecke und macht mächtig Speed mit seinem Pferd. Beim Training benutzen die Reiter eine auf der Strecke gelegene Sandbahn. Durch die dämpfende Wirkung des Sandes beim Auftreten des Pferdes werden die Gelenke der Pferde geschont. Während wir auf dem Rückweg von der Rennbahn sind, bereitet Herr Pyritz die Pferde auf die Dusche vor. Nicht nur der Sauberkeit wegen, sondern auch für die Gesundheit der Tiere eine notwendige Prozedur. Auch unangenehme Körperöffnungen müssen sauber gehalten werden. Denn ein Ferrari fährt auch nur mit halber Leistung, wenn sein Ansaugrohr verstopft ist. Für den Grundpflege nur etwa eine halbe Stunde in Anspruch. Hier bekommt das gute Tier noch eine Mineralsandmaske, damit auch der Hauttyp in Ordnung bleibt. Aber das Tier scheint es nicht zu stören. Es legt sich freiwillig hin und ist auch sichtlich erfreut über diesen Wellnessbereich. Denn das Fell wird von winzigem Ungeziefer gereinigt. Gleich hat Herr Pyritz einige Minuten Zeit für uns, um einiges Wissenswertes über Pferdetraining zu verraten. Wie viele Pferde werden unter Ihrem Training am Wochenende starten? Also, so wie es aussieht, habe ich jetzt am Wochenende zwei Starter. Im Moment habe ich nicht so viele Pferde und ich hatte letzte Woche in Berlin vier Starter gehabt. Und irgendwann brauchen die Pferde auch wieder eine Pause, eine Erholungsphase, ne? Bis zum nächsten Rennen. Wie alt sind die Rennpferde, bevor sie das erste Mal für ein Rennen über Distanzen von 2000 Metern an den Start gehen? Ja, ist unterschiedlich. Also die Pferde können ja schon mit zweijährig, sind sie schon startberechtigt, kommt natürlich auf die Fitness drauf an. Ne? Also manche Pferde laufen das erste Mal im Leben dreijährig, aber im Allgemeinen ist es so, dass sie von zweijährig bis zwölfjährig starten können und dürfen. Vorausgesetzt ist die Fitness und die Gesundheit. Beim Sport spielt auch die Auswahl der Nahrung auch eine wichtige Rolle. Welche Futtermittel geben Sie? Ist richtig so, aber sagen wir mal, das ist so, wie alle Pferde, die Grundnahrungsmittel sind Heu und Hafer. Und die Rennpferde bekommen dazu ein Red Mills, das ist ein Spezialfutter, da ist alles mit drin. So, ja, das ist hier eine Staubabsauganlage für den Hafer. Der Hafer ist auf dem Boden gelagert, kommt hier durch Rohre runter. Hier ist ein Walzlager drin, also der wird angequetscht und hier entstaubt. Ne? Und wie gesagt, das ist ja nun für die Pferde das Grundnahrungsmittel, außerdem Red Mills, also was wir als Spezialfutter zugeben. Wie gesagt, und das ist diese Red Mills, ne? Da wo Mais, Gerste und andere Mineralstoffe und Vitamine und so was alles enthalten ist. So, das ist ein neunjähriger Wallach mit einem schönen Namen Jever. Konkurrenz zu Radeberger. Hat auch in Berlin mal gewonnen, ein Rennen Holsten Cup. Wir bemerkten beim Training, dass es sehr unterschiedliche Sattel gibt. Welchen praktischen Unterschied haben diese beiden Modelle? So, hier haben wir zwei verschiedene Sättel. Das ist ein Arbeitssattel, der wird täglich, wie ihr sagt, für die Arbeit genutzt. Ne? Und hier haben wir zum Beispiel einen Rennsattel, der wiegt jetzt so ungefähr 800 Gramm. Ne? Und davon gibt es verschiedene Modelle, sagen wir mal von 500 Gramm bis 4 Kilo. Und zum Ausgleichen der Gewichte, weil die Pferde tragen ja in den Rennen immer verschiedene Gewichte, gibt es dazu noch Bleidecken. Und da wird das Gewicht mit auskuriert mit Bleistückchen extra dazu. Auch an anderer Stelle auf der Rennbahn werden die letzten Feinarbeiten abgeschlossen.
um später die trockenen Kehlen der Besucher mit ausreichend Flüssigkeit versorgen zu können. Bis die ersten Zuschauer kommen, sind es nur noch wenige Stunden. Hier werden am Sonnabend und Sonntag jeweils etwa 7000 Menschen die Eingangstore passieren und Pferde aus den verschiedensten Gestüten Deutschlands beim Galopprennen anfeuern.